Nach mehreren Rückschlägen ist erneut eine unbemannte Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX bei einem Test abgestürzt. Ein Prototyp der neuen Starship-Rakete geriet beim Landeanflug außer Kontrolle. SpaceX-Chef Elon Musk teilte auf Twitter mit, es scheine so zu sein, dass einer der Antriebe der Rakete Probleme gehabt habe. Kurz nach dem Start des Landevorgangs passierte etwas Wichtiges. Wir sollten erfahren, was es war, wenn wir die Bruchstücke später untersuchen können. Wenigstens ist der Krater an der richtigen Stelle, schrieb er humorvoll mit Blick auf den angepeilten Landeplatz. Es ist nicht das erste Mal, dass SpaceX mit seinem Starship-Test Probleme hat. Bei den Tests im Dezember und Februar hatte die Landung nicht geklappt. Im Dezember war ein Prototyp aufgrund eines Problems mit dem Treibstoffsystem bei der Landung explodiert. Anfang Februar stürzte ein Prototyp ungebremst auf dem Testgelände zu Boden und ging in einem Feuerball auf. Im März landete Starship sicher, ging danach aber ebenfalls in Flammen auf. Nach den Plänen von SpaceX-Gründer Musk soll die Rakete eines Tages Fracht und Menschen zum Mond und zum Mars befördern.